Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Viele von euch warten schon lange darauf und heute ist es endlich soweit. Wir schauen uns den kompletten Leseteil der B1-Prüfung an. Los geht's! Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, hat dieser Leseteil insgesamt 5 Aufgaben. Das sind 4 Leseaufgaben und zum Schluss Aufgabe 5 sind die Sprachbausteine. Zu den Sprachbausteinen habe ich schon ein paar Videos gemacht. Schaut mal unten in dem ersten Kommentar, dort findet ihr eine komplette Playliste mit allen wichtigen Videos für die Prüfungsvorbereitung B1. Dann beginnen wir mal mit dem ersten Teil von Lesen. Was ist das und was müsst ihr dort machen? In diesem ersten Teil findet ihr eine Übersichtstafel, zum Beispiel von einem Kaufhaus, einer Behörde, einer Internetseite und so weiter. Dazu bekommt ihr dann 5 Aufgaben und ihr sollt immer entscheiden, wo findet die Person das, was sie sucht. Und bevor ihr gleich eine Aufgabe alleine macht, machen wir mal eine kleine Aufgabe zusammen. Hier haben wir jetzt als kleines Beispiel nur 2 Kategorien. Normalerweise sind das natürlich mehr, das wisst ihr wahrscheinlich, das sind 6 oder 7. Hier für das kleine Beispiel haben wir jetzt Computer und Software und Elektronik. Und die Aufgabe ist, Sie möchten eine PlayStation für Ihren Sohn kaufen. Findet man jetzt eine PlayStation bei Computer und Software oder bei Elektronik? Wenn wir mal schauen, haben wir bei Computer und Software die Kategorie Spielekonsolen. Und eine PlayStation ist natürlich eine Konsole. Deshalb finden wir das bei Computer und Software. Oder eine zweite Aufgabe. Ihre beste Freundin hat bald Geburtstag und sie fotografiert gerne. Das finden wir natürlich bei Elektronik unter Kameras. So, das war jetzt natürlich ein bisschen einfach. Ich habe das auch nur kurz gemacht, damit ihr seht, wie diese Aufgabe funktioniert und was ihr hier machen müsst. Dann kommt jetzt nochmal eine Aufgabe für euch alleine. Hey Leute, gleich geht es los. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit braucht, dann klickt einfach kurz auf Pause. So könnt ihr euch alles in Ruhe durchlesen.
Alles klar, Leute. Ich hoffe, das hat gut funktioniert. Schauen wir uns jetzt den zweiten Teil zusammen an. Bei Lesen Teil 2 bekommt ihr 5 Aufgaben und 8 Anzeigen. Und ihr sollt dann entscheiden, welche Aufgabe passt zu welcher Anzeige. Wichtig ist hier aber bitte nicht vergessen, zu einer Aufgabe passt keine Anzeige. Dort müsst ihr dann auf dem Antwortbogen ein X markieren. Es gibt meistens 2 ähnliche Anzeigen. Hier müsst ihr besonders gut lesen, damit ihr nicht die falsche auswählt. Wir schauen uns gleich wieder zusammen ein Beispiel an. Für diese Aufgabe habt ihr im Test ca. 10 Minuten Zeit. Schauen wir uns mal kurz diese 2 Anzeigen zusammen an. Anzeige 1. Neues vegetarisches Restaurant. Sie sind auf der Suche nach leckerem und gesundem Essen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Frisches vegetarisches Essen zu kleinen Preisen. Montag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 18 bis 22 Uhr. Anzeige 2. Chinesisches Restaurant. Traditionelle chinesische und vegetarische Gerichte. Alles lecker und frisch zubereitet von unserem chinesischen Starkoch. Montag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr. Und die Aufgabe dazu könnte lauten, Sie wollen am Samstagmittag mit Ihrer Freundin zusammen essen gehen. Ihre Freundin ist Vegetarierin. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Ihr könnt jetzt natürlich denken, meine Freundin ist Vegetarierin, vegetarisches Restaurant, das passt doch super zusammen. Oft ist es bei diesen Aufgaben aber so, wenn es zu einfach ist, ist es meistens falsch. Hier müsst ihr ganz genau lesen. Wann wollt ihr essen gehen? Am Samstagmittag. Wie sind die Öffnungszeiten von dem vegetarischen Restaurant am Samstag? Von 18 bis 22 Uhr. Das heißt, dieses Restaurant hat nicht geöffnet. Deshalb ist hier Anzeige 2 richtig. Denn auch das chinesische Restaurant hat vegetarisches Essen und ist von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Machen wir noch ein Beispiel zusammen. Anzeige 1. Suche für meinen Sohn, 9 Jahre alt, Nachhilfe in Mathematik. Am besten 2 bis 3 Mal die Woche bei uns zu Hause zwischen 16 und 18 Uhr. Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail. 123@web.de. Anzeige 2. Probleme in der Schule? Fragezeichen. Erfahrene Dozenten helfen bei Problemen in allen Fächern. Kleine Gruppen und Erfolg garantiert. Rufen Sie uns jetzt an. 123456. Die Aufgabe ist, Sie suchen einen Nachhilfelehrer in Mathematik für Ihren Sohn. Welche Anzeige ist richtig? Auch hier ist Anzeige 2 richtig. Anzeige 1 kann nicht richtig sein. Und das gibt es öfter in diesen Aufgaben. Hier müsst ihr auch genau aufpassen. Ihr sucht einen Nachhilfelehrer in Mathematik und die Person in Anzeige 1 sucht auch einen Nachhilfelehrer. Das heißt, das passt nicht zusammen. Ihr beide sucht einen Nachhilfelehrer. Aber in der Anzeige 2 gibt es Dozenten, was ein anderes Wort für Lehrer ist. Für alle Fächer und hier könnt ihr natürlich einen Nachhilfelehrer für euren Sohn finden. Gut, das waren jetzt 2 Beispiele. Ich hoffe, ihr versteht jetzt ein bisschen besser, was bei diesen Aufgaben hier wichtig ist und natürlich, dass ihr ganz genau lesen müsst. Dann gibt es jetzt nochmal ein paar Aufgaben für euch alleine. Auch dieses Mal gibt es nur 2 Anzeigen. Ihr wisst, im Test sind das 8, das heißt, das ist ein bisschen schwieriger. Aber leider haben wir hier nicht so viel Platz. Und wenn ihr ein bisschen länger Zeit braucht, ja, ich möchte nicht, dass das Video super lange wird, deshalb habe ich das ein bisschen kürzer gemacht. Wenn ihr ein bisschen länger Zeit braucht, klickt bitte einfach kurz auf Pause, dann habt ihr genug Zeit, euch alles in Ruhe durchzulesen. Seid ihr bereit? Los geht's!
Nicht vergessen, Leute, manchmal passt keine Anzeige. So, ich hoffe, auch das hat jetzt gut geklappt. Schauen wir uns jetzt zusammen den dritten Teil an. Beim dritten Teil bekommt ihr drei Texte. Das sind zum Beispiel Zeitungsartikel, informelle Briefe oder Mitteilungen oder auch Infobroschüren. Zu jedem Text müsst ihr zwei Aufgaben lösen. Einmal eine Richtig-Falsch-Aufgabe und dann einmal eine ABC-Aufgabe. Auch für diesen Teil im Test habt ihr ca. 10 Minuten Zeit. Hier gibt es nicht viel weiter zu sagen, deshalb kommen jetzt mal zwei Aufgaben für euch. Denkt daran, im Test sind es am Ende drei. So Leute, ich hoffe, auch das hat gut geklappt. Dann schauen wir uns jetzt noch den vierten Teil an und dann sind wir fertig. Bei der vierten Aufgabe bekommt ihr einen längeren Text. Zum Beispiel eine Anleitung oder eine Produktinformation. Hier müsst ihr drei Richtig-Falsch-Aufgaben lösen und ihr sollt hier zeigen, dass ihr auch kleinere Informationen, also Details, aus dem Text verstanden habt. Auch dafür habt ihr im Test wieder 10 Minuten Zeit. Ihr macht jetzt gleich eine Aufgabe. Denkt daran, wenn ihr mehr Zeit braucht, klickt einfach kurz auf Pause.
Also, dann sind wir jetzt am Ende. Ich hoffe, dass euch dieses Video bei eurer Prüfungsvorbereitung ein bisschen geholfen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns schon bald mit einem neuen Video wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.